Josh, willkommen zu einem neuen Video. Das neue Update, worauf wir zu viele gewartet haben, ist jetzt endlich da. Es gibt sehr, sehr viele neue krasse Änderungen, aber dazu komme ich gleich noch. Hier ist erstmal der neue Shop. Ihr könnt schon sehen, zwei neue Skins direkt. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Und noch zwei neue Spitzhacken. Und dann noch dieser geile neue Hängegleiter. Ja, der ist auf jeden Fall kostenlos, kostet 0 V-Bucks. Den könnt ihr aber nur als Geschenk kaufen, also den müsst ihr an einen Freund von euch schenken. Ja, ich habe mir fast alles geholt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code rechts unten im Shop eintragen würdet. Also einfach Viereck drücken bei Unterstütze einen Creator und dann ArianeFN eingeben. Und falls ihr noch diese geile Tarnung bekommen wollt, müsst ihr einfach nur einen Creator-Code eingetragen haben. Da würde es mich natürlich freuen, wenn ihr meinen eingeben würdet, ArianeFN. Und ja, los geht's mit dem Video. So, ich dann mal hier direkt Tilted Towers. Wie gesagt, es gibt mega viele neue Änderungen. Oh, hier die neue Shotgun. Und die Deagle, die wurde leider schlechter gemacht. Die macht keine One-Shots mehr auf der Wand. Die macht statt 150 Schaden an Gebäuden jetzt nur noch 100. Also ich spiele jetzt lieber die MP statt die Deagle. So, dann gibt es unter anderem eine neue Waffe, das Infanteriegewehr. Oh, hier ist es auch direkt. Das ist so halb AK, halb Jagdgewehr. Hier ist irgendwo A. Ah, und man bekommt jetzt pro Kill 50 Leben dazu. Also 50 Schild habe ich jetzt dazu bekommen. Durch den Kill. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig geil, das Update. Und was ist das für eine Runde hier? So, die Minis nehme ich doch mit. Okay. So, dann weitere Änderungen. Man kann jetzt keinen Raketenwerfer mehr in Kisten finden. Und vom Raketenwerfer die... Hä? Also vom Raketenwerfer die Nachladezeit wurde jetzt auch erhöht. Ja, der Raketenwerfer lädt jetzt fast eine Sekunde länger nach. Aber mir ist es eigentlich egal, ich spiele ja eh nie Raketenwerfer. Ich mag die Waffe einfach nicht. So, hier irgendwo hat jemand auf mich geschossen. So, hier die nächsten Gegner. Ja, das ging schnell. Oh, danke für deine AK. Mich noch irgendwas mit. Und dann der Busch wurde jetzt auch komplett geändert. Ich nehme den, glaube ich, sogar immer mit. Also ich blende euch mal hier die Änderung von dem Busch ein. Und zwar kann man jetzt selber den Busch durchsichtig sehen. Also man sieht durch den Busch durch. Ist auf jeden Fall richtig geil gemacht. Und wenn jemand einen anschießt, dann bekommt man auch keinen Schaden, sondern der Busch wird erstmal entfernt. Also ich nehme den auf jeden Fall jetzt immer mit. So, ist hier vielleicht noch ein Gegner? Hallo, ist hier jemand? Ah, und hier Amos Armbrust. Der macht, glaube ich, auf. Die macht, glaube ich, auf Körper. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden. Ich blende es einfach mal hier ein. Auf jeden Fall Headshot macht sie 197 Schaden. Also die ist ungefähr wieder so wie früher. Ah. So, perfekt, hier wieder Schild dazu bekommen. Ach so, und Materialien wurden jetzt auch begrenzt.
Ich weiß nicht, ob das nur bei Holz so ist. Aber auf jeden Fall, man kann nur noch 500 Holz haben. Ich denke mal, bei allem nur 500. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt davon halten soll. Mit den Materialien. Aber das mit dem Leben, mit den 50 Schild pro Kill. Finde ich auf jeden Fall geil. Das Flugzeug einfach auf dem Baum. Hä, hier hat doch gerade jemand geschossen. Aha. Aha. Ach nein, der hat den Hängegleiter. Okay, ich laufe jetzt erstmal zur Zone. Alter, dieser Sound beim Nachladen. Ich weiß nicht, wie fliegen die Kugeln? Ich glaube, wie beim Jagdgewehr, oder? So, komm her. Oder ist der nächste Gegner? Hä? So, ich heile mich erstmal hier kurz. So. Ja, keine Ahnung. Manchmal ist die Waffe geil und manchmal irgendwie ein bisschen komisch. Ich leg die jetzt mal weg, weil Hängegleiter muss ich einfach immer dabei haben. Hey, warum schießt denn meine Waffe automatisch? Ich hab nicht mal was gedrückt. So. Na, den hole ich mir jetzt. Okay, das war jetzt gerade nicht so von mir gespielt. So, ich nehme mal kurz das Medikit. Ich habe leider auch nicht mehr so viel zu bauen, deshalb muss ich hier ein bisschen campen. Wie mache ich das jetzt? Noch 4 Leute leben. Ich weiß nicht, wie mache ich das jetzt am besten?
Ich keine Metz mehr. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code Ariane dafür nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.